Welche 8 Phasen durchläuft ein Mensch in der psychosozialen Entwicklung? Was genau ist in den einzelnen 8 Phasen förderlich und was ist schädlich? Hi und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Videos zum Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung von Erik Erikson. In diesem Teil geht es um die Stufen 5 bis 8, also von der Pubertät bis zum Tod. Der erste Teil mit den Stufen von der Geburt bis zur Pubertät findet sich auf dem Kanal. Er ist zusätzlich in der Infokarte verlinkt. Unterstütze gerne den Erzieherkanal mit einem kostenlosen Abo, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Stufe 5. Identität versus Identitätsdiffusion. Circa vom 13. bis zum 20. Lebensjahr. Diese Stufe ist geprägt von der Bildung einer Identität. Aber was ist eine Identität? Die Definition sagt, eine Identität ist die Echtheit einer Person. Die völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird, bedeutet für die Person, die in dieser Stufe steckt, dass sie versucht herauszufinden, wer sie wirklich ist und wie sie in die Gesellschaft passen könnte. Es wird vieles hinterfragt, die eigene Person, die Bezugsperson, die Rolle in der Gruppe mit Gleichaltrigen, also den sogenannten Peer Groups, das andere Geschlecht, eine mögliche Berufswahl und so weiter. Es wird ein Selbstbild geformt. Auch der Körper fängt an, sich zu verändern und es stellt sich die Frage, wer bin ich? Die Antwort darauf können Elemente aus den vorherigen Phasen liefern. Vertrauen, Autonomie, Initiative, Fleiß und so weiter. Die Identitätsfindung gelingt besser, wenn in diesen Phasen positive Erfahrungen gemacht wurden. Wenn dies nicht der Fall ist, kommt es zu einer sogenannten Identitätsdiffusion. Der Jugendliche oder junge Erwachsene kann keine stabile Ich-Identität bilden. Bei einer Identitätsdiffusion ist der Jugendliche oder junge Erwachsene sehr anfällig für Gruppen und Strukturen, die ihm auf den ersten Blick helfen wollen und ihm eine Identität bieten. Dies können zum Beispiel sehr ausdrucksstarke Gruppierungen wie eine gewaltbereite Ultra-Fanszene oder politische extreme Organisationen sein. Stufe 6. Intimität und Solidarität versus Isolation. Das frühe Erwachsenenalter, ca. 20 bis 45 Jahre. Erst durch eine geklärte eigene Identität ist der Mensch in der Lage, eine tragfeste Partnerschaft und Intimität einzugehen. Lerne dich kennen, lerne dich lieben und erst dann bist du bereit, jemand anderen zu lieben und eine tragfeste Beziehung zu führen. Es findet ein Ausloten zwischen Nähe und Distanz in Partnerschaft, Familie und Freundschaft statt. Der Mensch lernt, sich seinem Partner voll zu öffnen, respektiert allerdings auch seine Person und Identität. In abgeschwächter Form findet dies auch mit Freundschaften statt. Der negative Ausgang des Konflikts in dieser Phase ist die Isolation. Menschen sind unfähig, Freundschaften oder Beziehungen, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten oder überhaupt erst einzugehen. Eine andere negative Folge der Nichtbewältigung dieser Phase kann sich in einer vollkommenen Aufopferung und Verschmelzung zum Partner äußern. Es kommt im negativen Ausgang also zu einer vollkommenen Isolation zu anderen Menschen oder zu einer vollkommenen Aufopferung und der Selbstaufgabe. Stufe 7. Generativität versus Stagnation und Selbstabsorption. Das Erwachsenenalter, ca. 45 bis 65 Jahre. Mit Generativität ist die Schaffung, Weitergabe und Absicherung von Werten in die Zukunft gemeint. Vereinfacht gesagt, das Bedürfnis, Kinder zu bekommen und so eine neue Generation mitzugestalten. In der ganz direkten Form geschieht dies als Eltern, aber es ist auch möglich, eine neue Generation durch den Job, das Ehrenamt oder über andere Formen mitzugestalten. Erikson bezeichnet diesen Wunsch der Weitergabe von Werten in die Zukunft als Generativität. Das Gegenteil ist die Selbstabsorption, worunter eine Vereinsamung verstanden wird. Zwischenmenschliche Beziehungen werden wenig gepflegt. Es entsteht ein tiefes Gefühl der Leere oder eine Überkompensation durch übertriebene Übermutterung anderen Menschen gegenüber. Stufe 8. Ich-Integrität versus Verzweiflung. Das reife Erwachsenenalter ab ca. 65 Jahren. Die letzte Aufgabe, der letzte zu überwindende Konflikt, ist das Zurückblicken auf das eigene Leben. Es gilt die Aufgabe wahrzunehmen, was man getan hat, Positives und Negatives, dies zu akzeptieren und somit den eigenen Lebenszyklus zu akzeptieren. Es entsteht laut Erikson ein Gefühl der Weisheit. Es ist möglich, ein ruhiges und ausgeglichenes Leben zu führen. Im negativen Fall kann das eigene Leben nicht akzeptiert werden. Das Gefühl, eine zweite Chance zu wollen, macht sich breit. Etwas Verpasstes unbedingt anders machen zu müssen und der starke Drang, noch einmal leben zu müssen, wird immer stärker. Das eigene Leben enttäuscht die Person. Es stellt sich eine starke Unzufriedenheit und laut Erikson ein Lebensekel ein. Die Person ist bis zum Zeitpunkt des Todes unzufrieden und hat dabei eine starke Todesfurcht. Was hältst du vom 8-Stufen-Modell der psychosozialen Entwicklung von Erikson? Gibt es Stufen oder Punkte, denen du widersprechen würdest? Teile gerne deine Meinung mit uns in den Kommentaren. Wenn du den ersten Teil noch nicht geschaut hast, dann klicke doch hier. Für das aktuellste Video auf dem Erzieherkanal klicke hier. Um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, abonniere hier den Erzieherkanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.